Lichtempfindlichkeitswarnung. Ein geringer Prozentsatz von Menschen erleidet Anfälle, wenn sie bestimmten Lichtern, Mustern oder Bildern ausgesetzt sind, selbst wenn sie nicht an Epilepsie leiden oder bisher keine Anfälle auftraten. Nehmen wir mal zur Kenntnis. Press any button to start. Redout. Ja, hallihallo und einen wunderschönen guten Tag oder auch einen wunderschönen guten Abend, meine Freunde. Herzlich willkommen zu einem aller neuen Projekt. Ja, dieses Mal geht es um das Spiel Redout. Habe ich vor kurzem auf Steam entdeckt und ich habe nur Bilder gesehen und Trailer gesehen und habe mir schon gedacht, boah, geil. Endlich kommt mal wieder so ein Spiel raus, was an die damaligen Spiele erinnert, an die damaligen Rennspiele. Und zwar erkläre ich euch mal kurz, um was es geht bei Redout. Und zwar, wer zum Beispiel F-Zero kennt von damals oder Wipeout, ja, diese ganzen futuristischen, superschnellen Rennspiele, der wird auch sofort wissen, worum es geht. Denn das Gleiche ist Redout im Prinzip auch, nur neu aufgelegt. Und ja, das allerletzte, was ich gespielt habe, also Wipeout habe ich zum Beispiel nie gespielt, F-Zero damals hatte ich gespielt und das hat mir sehr gefallen, das war halt mal was anderes und alleine schon aus diesem Grund, weil ich die Screenshots sah, weil ich den Trailer von Redout sah, ich war so hin und weg, ich musste mir das Spiel einfach holen und ja, ich habe es noch nicht gespielt, keine Ahnung, ich habe nur mal kurz in die Optionen geschaut, habe alles auf Maximum gestellt mit meiner neuen Grafikkarte, jetzt kann ich mir das ja erlauben, der GTX 1070 und ja, ich würde sagen, wir starten mal das Spiel. Was ich allerdings gelesen habe in diversen Tests, ist, dass es einen guten Schwierigkeitsgrad haben soll. Ich bin auf jeden Fall gespannt, habe hier schon den Xbox 360 Controller angeschlossen. Mit Lenkrad kann man das Spiel nicht spielen, das geht nur mit Controller und Tastatur, aber Controller ist natürlich das empfohlene Maß aller Dinge hier in diesem Spiel. Und ja, was gibt's denn hier? Wir haben hier Karrieremodus, wer der beste Redout-Rennfahrer überhaupt. Es gibt ein schnelles Rennen, da können wir gegen die KI üben. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn wir mal ein kurzes Einsteigerrennen machen, um mal zu sehen, wie das Ganze so funktioniert. Ich glaube, Tutorial wird es hier gar nicht so richtig geben, oder? Machen wir mal ein schnelles Rennen. So, es gibt Zeitrennen, knackt die Streckenrekorde, keine Gegner, keine Ablenkungen, nur du und die Uhr. Geschwindigkeit, Zeitrennen-Event, bei dem zusätzliche Turbos aktiviert sind, überleben. Deinem Schiff wird mit der Zeit Leben entzogen und es werden Hindernisse auf der Strecke platziert. Es gibt keinen Respawn. Lass die Zeit nicht ablaufen, komme so weit du kannst. Ah, okay. Instagip, ein Zeitrennen-Event ohne zweite Chance. Wandschaden ist stark erhöht und es gibt keinen Respawn. Viel Glück. Dann gibt es das normale Rennen. Dann gibt es das Pure-Rennen, ein klassisches Rennen. Du darfst keine Power-Ups ausrüsten. Gut, um deine Renngrundlagen zu trainieren. Wäre auch interessant. Last Man Standing. Nach jeder Runde wird der letzte... Ah, okay. Punkte. Ein langes Rennen, das auf Punkten basiert. Punkte bekommst du, wenn du Turbos erwischt, in Führung liegst, die schnellste Runde fährst und keinen Crash verursachst. Und Boss. Long Race Event. Running on 5 Tracks chained through Teleporters. Okay, hier ist sogar noch der Text auf Englisch. Der Rest ist Deutsch. Gut, ich würde sagen, um das Ganze mal ein wenig reinzukommen und mal kurz einen Probelauf zu machen, machen wir doch mal ein ganz normales Zeitrennen. Runden, ja, lassen wir mal 3. Ja, okay, ich bin gespannt. So, Kalima, Kashim, keine Ahnung, ich habe... Ach so, Kairo, Alaska, Abruzzo. Also die sind eh alle noch gesperrt, wobei Alaska ist freigeschaltet und hier ist eine freigeschaltet. Fangen wir mal mit Kairo an, das sieht mir so nach der... einer ersten Anfängerstrecke aus. Und hier sind viele Strecken. 1, 2, 3, 4, 5. Wenn in jedem plus 5 sind, sind 20 Strecken. Okay. Klingt am Anfang ein bisschen weniger. Vielleicht kommen wir nach und nach noch neue dazu. Das wäre cool. Klasse, bestes Ergebnis. Egal, wir starten mal. Ah, Klasse 1, Klasse 2 sind auch noch alle gesperrt. Ah, und hier können wir noch... Ach, Lunär... Klasse 1, dann gibt es die Acera Klasse 1. Ach, hier sehen wir die Unterschiede. Höchstgeschwindigkeit, also Acera ist gut in der Aufladegeschwindigkeit zum Beispiel und im Energiepool. Die sind natürlich besser in der Höchstgeschwindigkeit, die Conquerors. Die sehen komisch aus. Hier haben wir mehr Grip und Konstruktion. Klasse 1, die Königswrath. Dann haben wir hier ein bisschen mehr Höchstgeschwindigkeit, die Esser. Und dann geht es schon wieder los mit Lunär, Höchstgeschwindigkeit sehr viel und Grip viel. Und die sind überhaupt nicht auf Höchstgeschwindigkeit, sondern auf Energiepool. Ich würde sagen, fangen wir mal mit dem Lunär an. Der hat eine gute Höchstgeschwindigkeit, der hat einen
Grip, das klingt ganz gut. Ach so, hier, ich muss ja den nehmen, klar. Ach, kein Wunder, dass die gar nicht so viel besser sind. Na gut, ich nehme aber... Ja, ich nehme trotzdem mal den hier. So. GT9, Stradale, Lunar, blablabla, Rennen starten. Ja, klingt doch gut. Zeitrennen, 3 Runden. Versuchen wir mal. Unser Glück, wie das Ganze funktioniert. Weiß ich gar nicht, ob das hier... Was, Rechteranalog? Du kannst eine Neigung steuern. Rechteranalog, sie hoch runter. Nutze diese um Blackouts und Redouts. Was? Wenn du mit dem Boden schleißt, bist du langsam und verlierst Aha. 3 Runden. Drück eine beliebige Taste, um fortzufahren. Ich bin gespannt. So, R2, klar. Und L2 ist fürs Bremsen. Okay, R2 ist zum Gas geben. Wow, 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 okay. Wow. Okay, das ist... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall. Wow. Hier können wir auch noch neigen mit dem rechten Stick. Das ist ganz interessant. Da können wir hier noch ein bisschen... Ah, okay, ich verstehe. Wow. Alter, das geht ganz schön ab. Da muss man... Eieiei, da muss man ganz schön... Wow. Da muss man ganz schön sich konzentrieren. Hier, das ist ja ganz ungewohnt, so ein schnelles Rennen. Eieiei, ich weiß ja gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin erst einmal überwältigt. Ah, die Strecken sehen sehr interessant aus. Und ein Looping. Wow, 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 wow. Was hat denn gerade so geblinkert? Bin ich etwa an den Rand gekommen oder so? Okay. Sind wir eigentlich schon eine Runde fertig? Nee, noch nicht. Das sind alles Gebiete, die ich noch nicht gesehen habe hier. Okay, jetzt geht's scharf links. Eigentlich habe ich meine Hand auch die ganze Zeit nur auf dem Gas. Vielleicht sollte man ja auch mal... Ah, hier. X drücken ist Turbo geben. Was haben wir noch? Ah, da können wir rückwärts schauen mit der B-Taste. Können wir nach hinten schauen. Dreieck. Ah, da können wir hier die Kamera ändern. Interessant. Auch interessant, die ist ein bisschen wilder, die Kamera. Es gibt 4 Kameras, oder? Jawohl. Das ist die Ego-Perspektive. Dann so mehr oder weniger über die Motorhaube, wenn man das Motorhaube nennen kann. Dann ziemlich nah. Und etwas weiter weg. Ich glaube, die etwas weiter weg, das ist die Standardkamera-Ansicht. So, können wir mal Gas geben hier. Ach, das wird das Schleifen gewesen sein. Ich hätte wahrscheinlich mit der Neigung ein bisschen spielen müssen, um gut durch den Looping zu kommen, nehme ich an. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Final Lap. Okay, 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 okay. Mal gucken, ob wir den Looping jetzt in der letzten Runde gescheiter hinkriegen. So, auf jeden Fall ist das Spiel sehr, sehr rasant. Das muss ich ja mal sagen. So, und wir werden von Runde zu Runde besser. Ihr seht auch unsere Zeiten im Vergleich zu den vorherigen Runden. Wir werden besser. Es macht halt immer die Übung aus. Okay, da habe ich geschliffen. Jetzt müsste gleich wieder der Looping kommen. Da hinten kommt er auch schon. Mal gucken, ob wir da mit der Neigung spielen können und ob wir dann nicht schleifen, weil es kommt mir vor, als schleifen wir. Ja, 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 jawoll. Wir müssen mit der Neigung spielen. Wow. Ist natürlich gewöhnungsbedürftig am Anfang, aber man kann sich an alles gewöhnen. Auf jeden Fall wird das sicherlich ein schweres Rennspektakel. Und Ziel. New Personal Lap Record. Finish. Achso, jetzt fährt er allein, oder? Ah, okay. Glückwunsch, 1. Platz. 1-2, Gildurio, Gildurio, Gildurio. Ja klar, dass ich hier einen 1. Platz habe. Ich bin auch der Einzige, der hier gefahren ist. Weiß ich gar nicht, ob hier auch die Freunde mit angezeigt werden, Freundeslevel und so, Freundeslevel, oh stimmt, ja, man hat ja oben rechts ein Level. Werden die auch Level von Freunden angezeigt und so? Willst du die aktuelle Session wirklich beenden und zum Hauptmenü zurückkehren? Ja, klingt gut. Ja, dann würde ich sagen, starten wir ganz einfach mal mit der Karriere. Wir haben eine Einführungsrunde gemacht. Okay.
Each team has its own strengths and weak spots, so choose carefully. Select your starting ship now. Ja, jetzt haben wir im Prinzip unser Startschiff auswählen. Jedes hat seine Vor- und Nachteile, hat es uns nochmal erklärt. Willkommen in der Solar Redout Racing League. SRRL. Pilot. Wähle jetzt das Schiff, mit dem du beginnst. Ja, wollen wir mit dem hier gleich starten, mit dem Lunar? Wir könnten auch das hier, sieht ein bisschen abgespaced aus, wie so ein Feuerlöscher und hinten eine Energieball. Das sieht ein bisschen strange aus, die Conqueror. Was haben denn die Conqueror? Die haben auch eine höhere Geschwindigkeit, weniger Grip, aber gute Konstruktion. Die sind wahrscheinlich die Queen Centaur. Die sehen ja auch mal geil aus. Die haben viel Grip, gute Konstruktion. Vanguard, die sind gut in der Beschleunigung, aber unser Lunar auch. Die sind schlecht in der Beschleunigung. Kann, ach ja, ich kann die mir auch anschauen hier. Ah, die haben auch so mehr oder weniger so Schilde links und rechts. Ich weiß nicht. Ich fühl mich mit der Lunar eigentlich ganz cool. Die finde ich eigentlich ganz cool. Auch vom Aussehen her gefallen die mir mit am besten. Jetzt würde ich mich für dieses entscheiden. Ja, machen wir doch mal Lunar. The GT9 doesn't rely on energy at all, but it's blazing fast and very responsive. Dein erstes von der Föderation gesponsertes Schiff, Welleweise. Name freischalten, Lunar Scheduler GT9 Stradale? Natürlich, machen wir mal. Ich muss ja kurz husten. So, bin es gar nicht mehr gewohnt, so viel zu reden. Deshalb immer schön mit der Ruhekelle. Ja, das schalten wir mal frei. GT9 Stradale. More events will unlock as your pilot level increases. You will gain experience, fame and money for each race completed. Okay, habt ihr glaube ich alle verstanden. Jedes Rennen bringt Erfahrung und uns voran und dementsprechend werden dann auch Rennen freigeschaltet. Nächstes Event können wir starten. Das ist Cairo Kalima, was wir gerade schon gemacht haben. Bis zu 6.300 Dollar gibt es hier als Belohnung und die Goldzeit beträgt 1 Minute und 2. Ich glaube, da waren wir gerade schon in dem Zeitrennen relativ nah dran. Wir werden einfach mal Rennen starten. Das müssten wir jetzt schaffen. Ich weiß natürlich nicht, ob wir werden jetzt bestimmt auch andere mitfahren. Und hier wird es jetzt bestimmt auch irgendwelche Waffen geben oder sowas, nehme ich an. Es könnte also doch schwerer werden. Zumal es ja auch ein relativ schweres Rennen sein soll. Drück eine beliebige Taste. 3, 2, 1. Und go, Abfahrt mit uns. Oder ist das bloß ein Zeitrennen jetzt? Wenn das bloß ein Zeitrennen ist, jetzt der Karrieremodus und man Zeiten schaffen muss, dann müssten wir das eigentlich hinkriegen hier. So. Jetzt liegen wir ganz gut in der Zeit. Für was sind eigentlich diese Dinger hier. Na gut, das hier weiß ich, das sind Speed-Dinger, aber wir sind gerade so durch so ein Tor gefahren. Da ist wieder eins. Sind das Checkpoints oder irgendwas? Oder was soll das sein? Das habe ich jetzt noch nicht richtig mitbekommen. Oder laden die einfach was von uns auf? Kann natürlich auch sein. So, wow. Wow, wow, wow. Okay, ein bisschen angeeckt. Muss man aufpassen. Da füllt sich rechts die Boost-Anzeige wieder auf. Pam! Was war denn das gerade? New Record! Das klingt gut. Beste Runde 1,5 und Goldzeit. Wir brauchen 1,2. Okay, ihr seht schon, das Spiel hat es auf jeden Fall in sich. Und wir sollten so viel wie möglich den Boost verwenden. Und auch mit der Neigung vielleicht ein bisschen mehr spielen. Um da noch mehr rauszuholen. So, 3 Sekunden sind wir schon mal besser wie vorhin. Ja, wenn man so ein bisschen mit der Neigung spielt, ich glaube, das hat auch ganz gute Auswirkungen auf die Kurvenlage, auf die Zeit allgemein. Wie als wenn man so rumschlittert. Na, da muss man sich noch ein bisschen reinarbeiten. Wir sind immer noch 3 Sekunden im Voraus im Vergleich zu vorhin. Eieiei, ich glaube, das wird langsam schlechter unsere Zeit, aber wobei wir waren gerade noch 4 Sekunden besser als vorhin. Jawohl, haben es immer noch, haben es immer noch.
Ja, New Record 1-1. Das müsste auf jeden Fall die Goldzeit schon mal sein. Wäre ja auch gelacht, wenn wir das im ersten Rennen nicht mal hinkriegen, die Goldzeit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, das wird... Na, jetzt haben wir schon eine rote Zeit hier. Ich glaube, das wird keine Bestzeit von uns. Mit der Neigung hoch runter, glaube ich, soll man auch bloß spielen. Gar nicht so sehr mit der Seite, oder? Ah, wobei, ich habe das Gefühl, auch die Seitenlage kann man kontrolliert... Oh Gott, da bin ich wieder angeeckt. Ich glaube, in diesem Spiel ist die Bremse auch von zweitrangiger Priorität. Oh Gott, ich war gerade noch so schön im grünen Bereich. Oh Gott, immer hier... Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Bin ich wieder ordentlich angeeckt. Ah, ich glaube, das wird nichts hier mit Bestzeit und so. Nee, ist eine Sekunde schlechter. Gut, aber wir haben ja schon die Bestzeit geknackt gehabt. Das war das Ziel. Jawohl, der fährt die Flügel ein und fliegt automatisch. Natural Born Winner. Winner, Winner, Chicken Dinner. Das klingt schon mal gut. 6.300 Dollar haben wir, 1.750 Erfahrungspunkte und sind damit auf Level 2 vorgepirscht. Super. Erneut versuchen, nee danke, fortsetzen, da bin ich dabei. Wir wollen ja auch weitere Strecken. Dein Pilotenlevel ist auf Level 2 gestiegen. New Surveillance, was heißt es? Nächstes Rennen, nächstes Event, wähle den nächsten Event aus. Den Event, heißt es wirklich den Event? Egal, Profil Level 2, 6.300 Dollar, wir könnten hier deine Statistiken ansehen. Vertrag? Es gibt einen Vertrag? Rennteilnahmen gesamt 1, abgeschlossene Events 1, Platin 0, okay, Gold, es gibt Platin? Warum zeigt es mir das nicht an? Höchstgeschwindigkeit 914 km/h. Sind wir tatsächlich schon 914 km/h geflogen? Krass. Weiteres Sprung 0. Ja, gut, das scheint wirklich unsere Höchstgeschwindigkeit zu sein. 263 Kilometer sind wir schon gefahren, Leute. Krass. Wie schnell das geht, ne? Stellt euch mir vor, es gäbe solche Redouts in echt und solche Strecken, wie schnell man von A nach B kommt. Boah, die Zukunft, Leute, die Zukunft, ich sag's euch. So, Power-Ups, können wir hier was freischalten? Anscheinend nicht. Nächste Event aber. Willkommenstestrennen, das war... Ach, das war's, Willkommenstestrennen, Zeitrennen und jetzt geht's hier mit den Pure-Rennen los. Ich verstehe. Gut. Es war einfach ein Zeitrennen, Willkommensrennen. Ja gut, hätten wir auch gleich mit der Karriere anfangen können. Egal. Kalima, Sonntagsrennen. Samum, Zeitrennen. Das ist alles, ja, alles Kairo. Und das war's schon, die vier. Pure-Rennen, Pure-Zeitrennen, Pure. Und das wird sich wahrscheinlich abwechseln hier. Gut, beste Position zählt hier. Also ein richtiges Rennen jetzt. Das wählen wir doch mal aus. Da bin ich gespannt. Dann müssen ja jetzt auch andere Schiffe mit uns fliegen. Ich sehe es schon kommen, dass wir das jetzt nicht sofort mit dem ersten Platz abschließen. Dein Schiff kann horizontale Tiefflüge auswählen. Horizontale Tiefflüge? Sonntagsrennen, Pure-Rennen, 5 Gegner, 2 Runden. 3, 2, 1, go! 2 Runden sind nicht gerade viel. Geben wir als erstes mal unseren Boost aus hier. Pam!